Ja, grüß euch, ich bin Andi, ich bin der Engelbert Eigner, bin aus Berchtesgaden, bin einer der jüngsten Lederhosenmacher, mache das seit ich 15 Jahre alt bin. Wir sind jetzt da in unserem Lederhosenstüberl und da wird jetzt bei uns das ganze Maßnehmen gemacht, da werden die Lederhosen angemessen. Bin mit der ganzen Tradition aufgewachsen. Ich freue mich, dass ich euch heute ein bisschen was zeigen darf. Jetzt gehen wir dann rein in die Werkstatt und dann schauen wir uns die ganzen Arbeitsschritte an. Auf geht's, packen wir's. Gleich nach dem Lederhosen anmessen ist der erste Arbeitsschritt, das Zuschneiden von der Lederhosen. Und da sehen wir jetzt gerade mein Vater, wie er den Zuschnitt der Lederhose macht. Bei uns werden ja die ganzen Lederhosen, auch wie es früher schon gemacht worden ist, mit der Hand bestickt. Und dass man eben die Muster dann sieht beim Sticken, werden die quasi auf das Leder auftragen und mit einer flüssigen Gummilösung dann aufgezeichnet. Wir nehmen da dazu so eine Entenfeder her. Ja, bis jetzt gibt es ja nichts anderes und das funktioniert auch super. Die Muster, die wir gerade vorher gesehen haben, die aufgezeichnet werden, die werden ja mit der Hand bestickt und jetzt zeigen wir gerade die Maria, wie es eben die aufgezeichneten Muster auf das Leder draufsteht. Das ist eine von den schwierigsten Arbeiten, das was die allerwenigsten erlernen. Wir haben das Glück, gute Stickerinnen zu haben. Die Elisabeth zeigen wir jetzt gerade, wie es die Lederhosen zusammennäht. Mein liebster Arbeitsschritt ist das Beschneiden der Nähte bei der Lederhosen, weil eben das der letzte Arbeitsschritt ist, wo dann auch noch mit der Endkontrolle gemacht wird. Und dann freut es mich eben jedes Mal, wenn dann wieder eine schöne Lederhosen ausgeht und der Kunde schon vor der Tür steht.